Du möchtest dir eine Kurzwaffe zulegen, weißt aber noch nicht, ob du lieber eine Pistole oder lieber einen Revolver kaufen sollst? Auf das Video Jungjäger Erstausrüstung haben uns zahlreiche Fragen zu Kurzwaffen erreicht. Deshalb möchten wir diesem Thema heute eine neue Serie widmen. Dazu bin ich heute mit Bernd Stegmann, Inhaber von Waffen Stegmann, auf dem Schießstand in Rottgau-Jügesheim verabredet. Im ersten Teil dieser Serie erfährst du, welche Kurzwaffe für deine persönliche Anwendung am besten geeignet ist und welches Kaliber für dich sinnvoll sein kann. Hallo, ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge des Jungjäger 1x1. Mein Name ist Markus und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Neben mir steht Bernd Stegmann von der Firma Waffen Stegmann aus Mainhausen. Handel, Herstellung und Reparatur. Als Jäger und Sportschütze und Nachsuchenführer kennt er die vielfältigen Bedürfnisse im Einsatz von Kurzwaffen und wird uns heute verschiedene Modelle zeigen. Herzlich willkommen, lieber Bernd. Ja, hallo Markus. Danke, dass das heute so funktioniert, dass wir zusammen hier sein können. Danke auch für die Einladung. Sehr gerne. Und jetzt schauen wir uns gleich mal an, was der Bernd heute für uns dabei hat. Gut, dann hole ich schon mal die Waffen. Wunderbar, bis gleich. Ein Hinweis noch vorab. Wir zeigen in diesem Video verschiedene Kurzwaffen und Zubehörteile, die Bernd Stegmann exemplarisch und zu Anschauungszwecken für uns zur Verfügung gestellt hat. Wir haben dafür weder Sponsoring noch Werbegelder erhalten, noch haben die gezeigten Hersteller Einfluss auf die Gestaltung dieses Videos genommen. Aus rechtlichen Gründen müssen wir diesen Beitrag jedoch als Werbung kennzeichnen. Bitte beachtet außerdem, dass für alle gezeigten Kurzwaffen und Waffenteile eine Erwerbsberechtigung erforderlich ist. Beim Erwerb einer Kurzwaffe ist in der Regel ein Voreintrag in die Waffenbesitzkarte nötig. Dabei wird der Waffentyp und auch das Kaliber in eurer WBK vermerkt. Wendet euch bei Fragen am besten an die zuständige Waffenbehörde oder auch die untere Jagdbehörde. Jäger dürfen aktuell, Stand Oktober 2021, bis zu 2 Kurzwaffen ohne gesonderten Bedürfnisnachweis nach erfolgtem Voreintrag erwerben. Selbstverständlich können wir hier nur einen kleinen Auszug des Marktangebotes an Kurzwaffen zeigen. Dieser Beitrag erhebt also keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schreibe uns gerne deine Fragen unten in die Kommentare oder wende dich auch an deinen Büchsenmacher des Vertrauens, insbesondere auch dann, wenn es um die Anschaffung von Gebrauchtwaffen geht. Bist du was mitgebracht? Jawohl. Gott, mal hier den Koffer. Bernd, kann man generell sagen, für welchen Anwendungsbereich am besten eine Pistole oder ein Revolver geeignet ist? Ich würde es so nicht festlegen wollen. Also es ist A, für jeden Besitzer individuell. Ja. Der Revolver ist, wie man immer so schön sagt, idiotensicher. Ja. Ich sehe von außen schon, ob er geladen ist oder nicht. Habe ich eine Ladehemmung, drücke ich einfach nochmal drauf. Dann transportiere die Trommel weiter und der nächste Schuss bricht. Bei einer Pistole habe ich natürlich mehr Feuerkraft durch größere Magazine, habe aber auch eine schwierigere Handhabung. Ja, also es ist eher mal eine Fehlbedienung und es kann schneller was passieren als mit einem Revolver. Die meisten Jäger fragen sich ja immer, habe ich denn mit einer Pistole genug Stopping Power? Komme ich da gerade mal bei dem stärkeren Stück Schwarzwild, habe ich da genug Power, um dann Fangschuss anzutragen, dass der nachher auch Wirkung entfaltet? Weil generell, ich weiß als Nachsuchenführer, was sagst du denn, wenn man die Möglichkeit hat, schießt man lieber mit dem Gewehr? Oder wenn man die Möglichkeit hat, schießt man klar mit der Langwaffe, ganz klar. Allerdings ist es halt so, dass ich jetzt, also speziell jetzt auf Nachsuchen, habe ich immer meinen 44 Magnum dabei. Der mir auch schon wirklich viel, das kann man noch heute noch mal etwas näher erläutern, auch schon viel geholfen hat, wo ich gar keine Zeit mehr gehabt hätte, an die Langwaffe zu kommen. Grundsätzlich ist das, was die meisten Jäger eigentlich in ihrem Waffenschrank haben, nämlich eine 9mm Parapistole und ein Revolver in 357 Magnum, auch brauchbar. Ja, der normale Jäger macht jetzt, wird in der Regel nicht von einem kranken Wildschwein jetzt angenommen. Das sind in der Regel kurze Todsuchen und wenn wirklich das Stück noch lebt oder man kommt zum Verkehrsunfall, dann reicht auch die 9 Para, wenn man da in den Lauscher schießt. Also das funktioniert und da würde ich mir jetzt als normaler Jäger auch jetzt nicht unbedingt eine 44 Magnum zulegen, weil die muss man halt auch beherrschen. Und vor allem muss man sie auch tragen. Die hat natürlich man auch einiges an Gewicht. Ja, Entschuldigung. Und wenn man sie natürlich an einem Gürtel hängen hat, ich kenne das, ich habe am Anfang auch gedacht, man braucht natürlich immer das größte und das stärkste Kaliber, dann hast du sie am Gürtel hängen, dann ziehst du dir die Hose nach unten, ja, was passiert, dann liegt sie zu 90% im Schrank und da hilft sie dir eigentlich dann nichts. Das ist natürlich dann das Thema, was man damit hat. Und zu Hause nutzt du auch nichts. Ja, genau. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal an, was du heute dabei hast. So, ich habe jetzt verschiedene Kurzwaffen mal mitgebracht, so einen groben Abriss.
der Sicherheit Genüge zu tun, was natürlich immer ganz wichtig ist beim Umgang mit Waffen, werde ich die Waffen jetzt erstmal öffnen in einen sicheren Bereich. So. So, Waffen sind alle ungeladen, geöffnet. Hier haben wir jetzt noch eine Glock-Pistole. Auch die wird jetzt erstmal geöffnet. Magazin raus. Leer ist sie. Verschluss auf. Das ist eine moderne Waffe mit einem vorgespannten, teilvorgespannten Abzug, wo man immer noch ein Restabzugsgewicht hat. Ist für einen Jäger optimal. Sie ist nicht zu schwer. Sie hat ein großes Magazin mit 16 Schuss. Jetzt in dem Fall im Kaliber 9mm Luger. So. So, dann zeig uns doch mal, Bernd, was hast du uns jetzt heute hier mitgebracht? Okay, wir fangen mal hier vorne an. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Sig Sauer Pistole im Kaliber 357 SIG, also 357 Sig. Das ist eine tolle Waffe auch für einen Jäger, zumal die 357 Sig aus einem 4 Zoll Lauf oder aus der Pistole, sagt man mal, so viel Energie hat wie eine 357 Magnum aus dem 4 Zoll Revolver. Also tolle Patrone für einen Fangschuss. Sie schießt sich natürlich ähnlich wie eine 357 Magnum, etwas rabiater als eine 9mm Para. Ist aber für einen Fangschuss perfekt geeignet. Und ja, das ist eine Waffe oder ein Kaliber generell, das ich jedem ans Herz legen kann, weil damit hat man auch genug Reserven, auch wenn das Stück mal etwas größer ist, den man den Fangschuss antragen muss. Man hat hier neben den Verschlussfanghebel, damit geht der Verschluss zu und man kann die Waffe ganz gefahrlos, ohne dass ich einen Schuss lösen kann, über den Entspannhebel entspannen. Ganz gefahrlos und kann sie jetzt, wenn eine Patrone drin ist, könnte man sie jetzt so auch im Revier natürlich nur und nur zu Fuß, auch nicht im Kraftfahrzeug, aber so könnte ich sie jetzt geladen mit einer Patrone im Lauf auch ins Holster stecken. Was ist denn das nächste, was du dabei hast? Das nächste ist jetzt eine gebrauchte Waffe, die habe ich mal ganz bewusst mitgenommen, weil die vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr gut ist. Die kostet 399 Euro, ist eine Star, eine spanische Pistole in 9mm Luger, also 9x19 oder 9 Para. Und auch die Pistole hat ein großes Magazin mit 15 Schuss, hat einen Verschlussfanghebel und hat eine ganz normale Sicherung. Da kann man die Waffe sichern. Und kann sie vorher, ja genau, muss man natürlich dran denken, sie hat eine Magazinsicherung. Also es geht nur, wenn die Waffe, wenn das Magazin eingeführt ist, sonst kann man die Waffe nicht, nicht abschlagen. Mhm. So. Ja, die habe ich jetzt einfach nur mal mitgenommen, als Beispiel auch, dass man nicht um die 1000 Euro ausgeben muss, um eine brauchbare jagdliche Pistole zu kriegen, sondern auch da kriegt man schon zwischen 300 und 400 Euro eine Waffe, mit der man für den Fangschuss und für die Jagd was anfangen kann. Die hat ein Aluminiumgriffstück, ist also auch nicht so schwer und ja, macht sowas macht dann auch Sinn. Also sagst durchaus, also man kann sich dann auch mal im privaten Gebrauchtwaffenmarkt zum Beispiel einfach mal umsehen und kann dann da vielleicht für sich dann auch eine günstige Kurzwaffe finden. Das kann man schon tun, aber man sollte halt dann vielleicht jemanden mitnehmen, der auch Erfahrung hat, weil natürlich auch an so einer Waffe können natürlich auch Fehler dran sein. Was sind denn so die Sachen, auf die man achten muss, gerade wenn man eine gebrauchte Kurzwaffe kauft? Ja, was natürlich viele jetzt zum Beispiel bemängeln oder sagen, der Lauf ist ja lose. Ja? Das ist natürlich klar, der muss lose sein, weil das eine verriegelte Pistole ist. Wenn man jetzt den Verschluss aber zumacht, sieht man zum Beispiel, dass der Lauf jetzt hier nach hinten aufkippt. Hier, diese Bewegung. Und dann ist der jetzt auch fest, weil jetzt ist er verriegelt. Also ist keine wie eine Walder PPK, die einen feststehenden Lauf hat. Bei den Waffen sollte man einfach darauf gucken, dass hier nicht zu viel Gebrauchsspuren an der Schlittenführung ist und dass sie generell vielleicht nicht so oft runtergefallen ist. Aber im Großen und Ganzen sind diese Waffen eigentlich relativ robust und fast unkaputtbar. Gibt es denn irgendwelche Hersteller, wo du sagen würdest, die könntest du jetzt besonders empfehlen, wo du sagst, die gibt es momentan auf dem Gebrauchtmarkt? Und ach nee, es ist ja, was man halt sehr selten gebraucht kriegt, ist jetzt mal so eine Glock oder eine Heckler & Koch mit den Kunststoffgriffstücken. Aber ansonsten ist der Markt relativ gut bestückt und da kann man auch sicherlich was Vernünftiges finden.
Gut, so, jetzt machen wir mal mit den Revolvern weiter. Da habe ich drei verschiedene jetzt dabei. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Smith & Wesson Modell 60-9. Das ist ein 357 Magnum mit einem 3 Zoll Lauf. Diese Waffe hat 5 Schuss in der Trommel. Und das ist jetzt so die klassische Fangschusswaffe für einen Jäger, unter anderem. Allerdings sollte man nicht unter die 3 Zoll Lauf gehen. Besser ist dann sogar noch ein 4 Zoller, weil irgendwann einfach die Patrone ihre Energie nicht ausfalten kann. Sie braucht ja Lauflänge, dass das Pulver auch verbrennt und damit die Energie entfaltet. Das ist halt bei so kurzen Läufen eher schwierig. Aber diese Waffe ist jetzt ein guter Kompromiss zwischen der Zimmerflak, die dann irgendwann zu Hause im Schrank liegt, weil sie keiner mitnimmt, und der Waffe, die man sagt, die habe ich dabei, wenn ich auf die Jagd gehe. Zu dem Laden mit Speedloader und so sage ich gleich dann später nochmal was. Beim Gebrauchtkauf von einem Revolver gibt es etwas mehr zu beachten als bei einer Pistole. Da sind viele Sachen, die aufeinander abgestimmt sein müssen und die auch gut funktionieren sollen. Zum Beispiel der Ausstoßer. Das sollte leicht gehen, nicht ruckeln, auch hier vorne nicht klemmen. Die Trommel soll leicht reingehen, dass sie nicht irgendwo anhakt oder man merkt, die bremst irgendwo im Rahmen. Und was beim Revolver wichtig ist, wenn man die Waffe spannt, sollte zuerst hier unten, ich zeige es nochmal, hier der Trommelstopper kommen. So, ich spanne den, die Trommel dreht sich und jetzt hört man gleich das Klick vom Trommelstopp hier unten. Das war der Trommelstopp, die steht jetzt schon fest und jetzt rastet erst der Hahn ein. So, das ist beim Revolver enorm wichtig. Wenn das umgedreht wäre und der Hahn rastet zuerst und dann würde der Trommelstopp kommen, stimmt das Timing von der Waffe nicht und das wäre auch dann gefährlich, mit ihr zu schießen. Wenn man jetzt feststellen will, wie viel seitliches Spiel die Trommel hat, dann macht man das immer im abgeschlagenen Zustand. Das heißt, man lässt den Hahn vor, der Schlagbolzen guckt jetzt raus, würde jetzt das Zündhütchen treffen. Und jetzt kann man die Trommel seitlich das Spiel testen, indem man sie hin, hoch und runter bewegt. Das hält sich bei der Waffe hier in Grenzen, ist also im Rahmen. Ganz fest steht die Trommel so gut wie nie. Aber sie darf halt auch nicht hier jetzt 5-6 mm Spiel haben, dann wäre die Waffe auch besser nicht zu schießen und vor allen Dingen nicht zu kaufen. So, ja, das sind so jetzt mal die groben Sachen beim Revolver. Man kann dann nochmal hier auf die Trommel gucken, ob man hier die Ringe, die man hier sieht vom Schießen, dass die relativ gleichmäßig sind. Dann sieht man auch, dass das mit dem Trommelstopp und allem in der Waffe relativ gut funktioniert. Wichtig natürlich, wie bei jeder Waffe in Deutschland, die Waffe muss einen gültigen Beschuss haben. Wie bei dem Revolver jetzt zum Beispiel hier unten am Lauf zu sehen. Auch immer darauf achten beim Gebrauchkauf, egal welche Waffe ihr kauft, es muss immer ein gültiges Beschusszeichen drauf sein, ansonsten die Hände weglassen. Solltet ihr mit einer Waffe auf die Jagd gehen, die keinen gültigen Beschuss hat und es passiert mit der Waffe irgendetwas, ist das so ungefähr zu vergleichen, als wenn ihr mit einem Auto ohne TÜV fahrt und einen Unfall baut. Eure Jagdhaftpflicht wird dann sagen, wir sind raus aus der Haftung. Deshalb bitte Beschusszeichen sehr, sehr ernst nehmen. Ist für euch und für jeden, der mit der Waffe umgeht und mit der Waffe schießt, eine Versicherung, dass alles in Ordnung ist. Jetzt zeig gerade noch mal ganz kurz die Waffe, wenn du sie in der Hand hältst. Man sieht jetzt gerade, das Griffstück ist natürlich etwas kleiner. Ja. Das ist jetzt da quasi auch nochmal vom Handling her. Was würdest du sagen, wenn jemand jetzt extrem große Hände hat, ist dann trotzdem so eine kleine Waffe geeignet oder es passt einfach nicht mehr? Nein, mit extrem großen Händen würde ich zu einem größeren Rahmen gehen. Mhm. Also eine Rahmengröße stärker, dann ist der Griff länger und dann gibt es auch entsprechende Griffe, die entsprechend länger sind. Der Griff, klar, sieht klein aus, aber wie man sieht, passen meine drei Finger. Ich habe eine mittelgroße Hand. Sehr gut hier rein in diese Fingermulden. Und diese Fingermulden sind auch wirklich wichtig beim Schießen von 357 Magnum Revolver. Gerade wenn sie so leicht sind wie der. Hat man die nicht und hat einen glatten Griff, dann schiebt die Waffe bei jedem Schuss so in die Hand und man muss sie erst wieder korrigieren, dass man nochmal schießen kann. Was wir vorhin bei der Vorstellung schon hatten zwischen Revolver und Pistole, der Unterschied ist halt folgender. Habe ich beim Revolver eine Ladehemmung? Das heißt also, ich drücke ab und es funktioniert nichts, drücke ich einfach nochmal drauf. Ja?
dann wird sich die nächste Patrone zünden, es sei denn, der Schlagbolzen ist abgebrochen. Was bei modernen Revolvern sehr, sehr, sehr selten vorkommt. Also in der Regel, und das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, wenn man hier neben reinguckt, sieht man auch sofort, aha, die Waffe ist ungeladen. Ich würde sofort jede Patrone sehen, die hier in der Trommel ist. Wenn wir jetzt eine Pistole hätten und haben dann da zum Beispiel eine Ladehemmung oder so einen Versager von der Patrone, was passiert denn dann? Also, ich habe meine Pistole, ich habe sie jetzt durchgeladen. Ich komme jetzt, ich sag mal, ich komme zum Verkehrsunfall, ich soll einen Fangschuss antragen. Ich spanne die Waffe, ich drücke ab und es macht nur Klack. Entweder hat die Patrone einen Schaden, Zündhütchen, irgendwas funktioniert nicht. Dann muss ich jetzt natürlich noch einmal komplett durchladen und eine neue Patrone reinrepetieren. Die alte fliegt dann raus und kann dann erst wieder schießen. Ja, es nutzt mir dann aber nichts, wenn ich einfach nochmal drauf drücke, weil da immer noch die, wenn es immer noch die Patrone im Lager wäre, die nicht funktioniert hat. Beim Revolver dreht sich ja die Trommel weiter, wenn ich den Abzug ziehe, und es kommt automatisch eine neue Patrone vor den Schlagbolzen. Also bei der Pistole ist halt wirklich von der Handhabung her, man muss immer reingucken, ist die Waffe auch wirklich leer. Man macht das Magazin vorher raus, man guckt wieder rein, ist die leer, und man legt sie so offen dann ab, dass jeder sieht, dass sie leer ist. Das habe ich beim Revolver einfach, ganz einfach. Ich gucke neben rein, ich sehe es auf den ersten Blick schon, dass er ungeladen ist, und ich mache die Trommel auf und lege ihn so ab und alles ist gut. Der generelle Vorteil von der Pistole ist ja natürlich, dass sie eigentlich ein bisschen schneller einsatzfähig ist. Oder wenn ich ins Revier reinkomme, nehme ich das Magazin aus der Tasche, stecke es rein. Wenn ich ins Revier komme, ich habe jetzt hier mein geladenes Magazin, ich stecke es natürlich nicht rein, aber wenn ich ins Revier komme und gehe jetzt meinetwegen nachts pirschen oder auf den Hochsitz, stecke ich mein Magazin in die Waffe, lade die Waffe durch und entspanne sie und stecke sie so ins Holster. Wenn ich zu Fuß im Revier bin, darf ich das. Setze ich mich ins Auto, muss ich sie natürlich wieder entladen. Da gebe ich dir recht, die Waffe ist schneller schussbereit gemacht als ein Revolver. Aber, Magazin kommt weg, dass nichts passiert. Auch beim Revolver kann ich schnell laden. Und zwar habe ich jetzt hier einen Taurus Titan, der ist also ganz leicht, der ist aus Volltitan, im Kaliber 357 Magnum mit 7 Schuss. Dafür gibt es auch einen sogenannten Speedloader. Der ist geladen mit den, der muss natürlich zu der entsprechenden Trommel auch passen. Der passt jetzt hierzu, der hat 7 Schuss, die Trommel hat auch 7 Schuss. Den stecke ich einfach hier oben drüber, dass die Patronen anschnäbeln, und dann drehe ich den hier oben und entriegele ihn, ja, Vorführeffekt, ganz toll, und schon sind die Patronen in der Trommel. Ich habe jetzt den Vorteil, wenn ich auf dem Weg zur Jagd bin, ich habe die Patronen niemals los in der Tasche, sie klimpern nicht, ich habe sie immer kompakt hier drin. Wenn ich jetzt mit der Jagd fertig bin, dann halte ich einfach meinen Speedloader wieder hier oben drüber und lasse die Patronen einfach wieder in den Speedloader fallen. Der Revolver ist wieder leer. Und jetzt wird er einfach wieder verriegelt. Hier so ein kleiner Knopf. Und jetzt sind die Patronen fest hier drin. Und ich kann den jetzt wunderbar so in die Tasche stecken. Und wenn ich ihn brauche, wird einfach die Waffe damit wieder geladen. Welche anderen Waffen hast du denn noch dabei für uns heute? Ihn haben wir eben jetzt schon gesehen. Das ist einer von Taurus, brasilianische Waffe. Sehr gut in der Verarbeitung. Und das ist ein Revolver aus Volltitan. Der ist also komplett ganz leicht. Der wiegt, ich sage jetzt mal, einfach fast nichts. Er hat eine 7-Schuss-Trommel, hat eine verstellbare Visierung und ist sehr präzise. Und hier hat man halt einen Schuss mehr als in jedem herkömmlichen Revolver, weil das ein 7-Schüsser ist. War früher, als ich noch 357 Magnum geführt habe, meine absolute Favoritenwaffe, weil sie halt einfach sehr leicht ist und die 7 Patronen, die reinkommen, fast genauso schwer sind wie die Waffe. Gibt es die denn auch noch in einem anderen Kaliber, also auch in 44 zum Beispiel? Nein, ich glaube nicht. Den gab es nur oder gibt es nur in 357 Magnum. In welcher Preisklasse bewegt der sich? Oh, der liegt gut zwischen 16 und 1800 Euro. Mhm. Also ist dann schon auch ein bisschen was Besonderes. Ist was Besonderes und Titan ist halt sehr, sehr schwer zu bearbeiten. Firma Taurus war die erste Waffenherstellerfirma weltweit, die sich überhaupt an Volltitanwaffen drangetraut hat, weil es wirklich sehr, sehr schwer zu bearbeiten ist. So,
Und als zweitens kommt auch wieder ein Taurus 44 Magnum. Das sieht man dem schon an, auch hier am Griff. Das ist meine Nachsuchenwaffe. Das ist mein sogenannter Bodyguard. Und meine Lebensversicherung, den habe ich immer dabei, wenn ich auf Nachsuchen gehe und ganz besonders, wenn ich auf Wildschwein-Nachsuche gehe. Weil 44 Magnum ist halt schon eine ordentliche Nummer. Der stoppt auch ordentlich. Und ich fühle mich mit der Waffe, wenn ich die dabei habe, einfach richtig wohl. Ist auch ein Taurus. Jetzt könnten viele sagen, warum stellt der Stegmann nur Taurus vor und keine Smith & Wesson? Der Kleine, den wir zuerst vorgestellt haben, waren Smith & Wesson, weil die Firma Taurus einfach bezahlbare Waffen baut, die von der Präzision, von allem her, Smith & Wesson mittlerweile ebenbürtig sind. Welches Zubehör hast du uns denn heute noch mitgebracht? So, bleiben wir gerade mal bei dem Revolver 44 Magnum, den wir gerade vorgestellt haben. Dazu habe ich neben meinem Waffenschrank an der Garderobe einen Schulterhalfter hängen. Das ziehe ich an wie eine Weste, kontrolliere meine Waffe, dass sie leer ist, stecke ihn da rein, verriegel hier den Druckknopf und dann habe ich die Waffe unter der Achsel hängen mit dem Lauf nach hinten. Selbst im Sommer eine Weste drüber oder ein kurzarmliches Hemd und niemand sieht auf dem Weg zur Jagd, dass ich eine Waffe dabei habe. Dennoch habe ich sie schnell griffbereit und ich merke auch das Gewicht gar nicht, weil es einfach über das Schulterhalfter ganz toll verteilt wird. Im Gegensatz zu einem Gürtelholster, wenn man da so einen schweren Revolver wie diesen 44 Magnum am Gürtel hat, dann geht man irgendwann so. Aber diese Waffe merke ich auch im ganzen Jagdtag auf der Drückjagd, wenn ich die immer anhabe, nicht. Und dann, wenn ich natürlich zur Nachsuche gehe, kommt die Waffe hier raus. Dann habe ich hier vorne an meinem Nachsuchengürtel ein Ledergürtelholster. Da kommt die Waffe hier rein und wird auch hier eingehängt mit einer Schnur, mit einem Karabinerhaken, damit sie mir nicht rausfällt, dass ich sie nicht verliere. Das ist ein sogenanntes Schulterhalfter. Das kann ich eigentlich jedem Jäger nur empfehlen. Hier drüben gibt es noch eine Tasche für Speedloader oder für Magazine. Alternativ dazu haben wir normale Gürtelholster. Das ist jetzt eins von Bianchi, glaube ich, für diese Waffe. Die passt auch sehr gut da rein und wird hier hinten in den Gürtel eingefasst und dann kann man die so tragen. Oder wenn man möchte, wie die Amerikaner, auch so. Ich bin ein Freund, wenn ich sie beim Gürtel habe, sie so zu tragen, im sogenannten Cross-Draw. Das heißt, ich greife mit der rechten Hand auf die linke Seite und kann die Waffe entsprechend besser ziehen. Wie man es oft im Film sieht, meistens haben sie die Waffe hier. Finde ich nicht so praktisch, weil man einfach schwerer drankommt. Cross-Draw, mit der Hand die Jacke weg und schon bin ich an der Waffe und habe sie rausgezogen. Lederholster hat natürlich einen gravierenden Nachteil auf der Jagd. Es quietscht irgendwann. Das heißt, jede Bewegung auf dem Hochsitz kann sich dann in diesem Quietschen bemerkbar machen. Und dadurch hat man dann vielleicht das Problem, dass das Wild einem wahrnimmt und mitkriegt. Alternativ dazu, das ist jetzt ein ganz einfaches, gibt es Cordura-Holster. Die haben auch hier so einen Gürtelclip, die kann man dann über den Gürtel klippen. Und auch da ist die Waffe in der Regel sicher verwahrt, mit dem Vorteil, dass es relativ lautlos ist im Vergleich zu Leder. Ich hoffe, diese Tipps tragen dazu bei, dass du die für dich perfekt geeignete Kurzwaffe findest. Und denke daran, nur durch regelmäßiges Trainieren gewinnst du auch die nötige Treffsicherheit bei der Abgabe eines Fangschusses. In vielen Schießkinos kannst du auch mit der Kurzwaffe die Schussabgabe auf einen annehmenden Keiler trainieren. Einige Büchsenmacher, wie auch Bernd Stegmann, bieten spezielle Workshops für die Abgabe von Fangschüssen an. Informiere dich einfach bei deinem Büchsenmacher, deinem Kreisjagdverein, dem Landesjagdverband oder einer Person deines Vertrauens, wo du vielleicht ein Fangschusstraining absolvieren kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, lasse mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere auch den Kanal Jungjäger 1x1, aktiviere die kleine Glocke, dann bist du immer informiert, sobald ein neues Video online ist. Nun wünschen wir euch viel Erfolg und ein kräftiges Weidmannsheil. Weidmannsheil. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt oder auch über eure eigenen Erfahrungen berichten möchtet. Weitere Informationen findet ihr auch auf der Homepage www.jungjäger1x1.de. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Auf bald!